Hallo, servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mit einem Vlog. Ich bin in Regensburg bei der Wahl der Miss Regensburg. Ich sitze in der Jury und ihr seid mit dabei. Ja, gerade eben angekommen. Hinter mir seht ihr auch schon das Autohaus, in dem die Wahl und die Modenschauen heute stattfinden. Und ich bin zum ersten Mal in der Jury. Ihr wisst es ja, wenn ihr mir folgt. Die letzten Male war ich ja bei der schönen Münchnerin und jetzt zum ersten Mal bei der Wahl zur Miss Regensburg. Und ich bin sehr gespannt, wie die Veranstaltung heute abläuft. Und jetzt erstmal Fotocall am Red Carpet und danach bin ich wieder für euch da. So, jetzt geht's, bevor es zur Veranstaltung geht, erstmal zur Jurybesprechung. Die ist hier oben in so einem geheimen Konferenzraum. Und dort unten ist die Veranstaltung. Wir lernen jetzt mit den anderen Jurymitglieder kennen und wir besprechen, wie das Ganze ablaufen wird heute Abend. So, das Jury-Meeting ist jetzt rum. Wir haben hier so einen Zettel bekommen, wo alle Teilnehmerinnen draufstehen und habe auch die letztjährige Miss Regensburg kennengelernt und die werde ich jetzt gleich mal fragen, wie sie sich so gefühlt hat letztes Jahr, wo sie noch selbst dann teilgenommen hat und wie es weitergegangen ist. Neben mir habe ich jetzt die Jasmin, die letztjährige Miss Regensburg, und du erzählst uns doch mal, wie das für dich so war letztes Jahr. Ja, es war ein wahnsinnig aufregendes Jahr. Ist allerdings auch ziemlich schnell vorbeigegangen, weil man immer auf irgendein Event oder auf irgendeine Veranstaltung hingewartet hat, wo jede einzelne einfach super war. Aber leider sehr, sehr schnell vergangen. Und jetzt freue ich mich schon auf heute. Schauen wir mal, wer es dieses Jahr wird. Wer das, ja, das Rennen macht. Wie glaubst du denn, wie sich die Mädels heute fühlen? Oder wie war das bei dir letztes Jahr? Also bei mir war es eigentlich recht gediegen. Natürlich hat man gewisse Aufgeregtheit, sagen wir mal, Aufregung in sich, aber es ging. Also es hielt sich bei mir noch in Grenzen, da waren andere deutlich aufgeregter. Ich habe mir halt gedacht, mein Gott, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Und ja, es hat geklappt. Und heute in der Jury wahrscheinlich deutlich entspannter. Ja, heute in der Jury habe ich die Zuschauerrolle ein paar Punkte vergeben und ich denke, für mich kristallisiert sich da, glaube ich, recht schnell einfach durch die Ausstrahlung heraus, wer da das Rennen macht. Einmal. Ja, bitte. Sehr gerne, brauche ich gerade. Hans, danke dir. Und natürlich bleibe ich als Jurymitglied natürlich alkoholfrei. So, jetzt in wenigen Minuten geht auch schon der Model Contest los. Super geilen Platz natürlich. Also Front Row Deluxe plus plus plus. Zwei Durchgänge durch, die gewertet werden mussten. Und hier ist auch mein Stimmzettel, den ich jetzt abgeben werde. Und ich hoffe natürlich, dass meine Favoritin gewinnt. Ich drücke da jetzt schon mal ganz, ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, dass er natürlich gewinnen wird. Die Miss Regensburg meiner Wahl natürlich. Herzlich der Kandidatin mit der Startnummer
sie ruhig noch einen Moment, denn das ist jetzt der offizielle Moment, wo die ehemalige Miss an die neue übergibt. Meine Favoritin hat ihn gewonnen und jetzt gratulieren wir ihr. Wir sind jetzt Backstage und schauen mal auf die Bühne mit drauf. Unsere Favoritin hat ihn gewonnen, das ist doch geil, oder? Super geil, wir haben die ganze Sache. Ich habe erwischt. Das ist doch der absolute Hammer. Als so viele Punkte war das ja von uns allen die Favoritin, oder? Genau, wir haben von Anfang an gesagt, das ist sie und deshalb ist es auch geworden. Deshalb freue ich mich so. Meine Favoritin war die Nummer 3 jetzt. Also sie ist die, ich finde sie die intelligente Frau, intelligente Mädchen, gut erzogen, gebildet, sie macht Sport, sie studiert, sie ist sehr schön, sie hat alles natürlich. Sie ist absolute Schönheit. Nummer 3 war meine Favoritin. Ja! Ich würde sagen, wir gratulieren ihr einfach mal. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt man sich so als Deutsche Miss Regensburg? Wahnsinn, ich bin überwältigt. Freue mich sehr. Das freut uns auch, super. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Raus aus dem Backstage und rein in die Aftershow-Party. Jetzt wird was getrunken, jetzt wird ein bisschen gefeiert und natürlich mit allen Freunden der Familie der Gewinnerin angestoßen. Ich denke, jeder hat einen Grund zu feiern und ich hoffe natürlich, dass alle Favoriten glücklich sind und alle anderen Teilnehmerinnen weiter ihren Erfolgsweg gehen. Denn eigentlich hätten sie alle gewinnen können. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, eine Videobotschaft an die Gewinnerin zu senden. Erzähl doch mal, was wünschst du dir Schönes? Also ich wünsche dir noch viel Erfolg in deinem weiteren Leben und ja, dass du auch gesund bleibst. Das sind doch liebe Wünsche. Und wir feiern jetzt auf der Aftershow weiter Party. So, die Aftershow-Party ist jetzt auch vorbei. Wir gehen jetzt einfach mal ein Häuschen weiter mit ganz tollen Goodie-Bags. Und es war ein wirklich sehr, sehr cooler Abend hier. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Miss Regensburg 2018-Wahl. Ich hoffe, dass ich wieder dabei sein kann. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Location. Ich glaube, das ist das Schönste, was es gibt, nach einem langen Abend mit Freunden zusammen noch einen Burger zu essen und dann erst nach Hause zu gehen. Da gibt ihr mir recht, oder? Guten Morgen zusammen. Jetzt geht erstmal zum Frühstücksbuffet. Und dann geht es leider auch schon wieder zurück nach München, aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. So, ein wunderschöner Trip in Regensburg geht wieder zu Ende. Hier hinter mir seht ihr das Hansa Apart Hotel, in dem ich geschlafen habe. Jetzt habe ich schon gepackt und jetzt gehen wir zurück nach München. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, dabei zu sein, wie ich, dass ich vor Ort war. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt mal durch und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.